Hallihallo Leute, willkommen zurück zu einer neuen Runde Overwatch. Und wir spielen diesmal Mercy. Ich habe noch nie eine Pharaoh großartig gefolgt. Sollte ich auch vielleicht weiterhin lassen. What the fuck? Okay, ich gehe einfach mal zur Gruppe. Das hat gerade nicht viel Sinn. Die gehen alle low. Das sollte nicht passieren. Dann gehe ich mal hinterher dem Snipe-Kit. Der geht ja hier hoch. So. Wenn wir von hinten reingehen würden, wäre das ziemlich nice. So, da unten ist wer critical. Und er ist tot. Schalte ich. Nein, er ist noch nicht tot. Oh, dann gehe ich schnell mal dahin. Er hat, ist nochmal hochgesprungen, damit habe ich nicht gerechnet. Ich bin übrigens der einzige Heiler momentan. Also, deswegen musste ich einen Heiler picken. Und ich spiele sonst eigentlich nur Anna, aber mit Anna bin ich nicht gut. Das wollte ich keinem antun, sonst werde ich geflamed. Von euch. Ich meine, gut, ich kann auch Senyetta spielen oder so, aber auch den kann ich nicht besonders. Na, töten wir die mal. Easy. Hat jemand den Arzt gerufen? Hilfe! Haben wir da schon ein Ulti? Hilfe, Hilfe! Ich gehe mal hier in den Heal-Dings rein. Ich gehe mal dahin. Schnell weg hier. Danke sehr. Ich weiß nicht, was der Emote für Danke ist. Aber bleiben wir mal hier dran. Die heilen wir mal. Wir können zwar wiederbeleben, aber das sollten wir gerade nicht machen. Ist nur einer down. Hilfe! Nein! Ich wusste nicht, dass es geht. Powered up, Digga. Powered up. Ich halte dich schon. Okay, ich muss hoch zum Snipe-Kit, aber ich komme da gerade nicht hoch. Wenn ich da hochkomme. So. Jetzt hätte ich natürlich besser ihr den Support gegeben vom Damage. Aber es hat auch so geklappt. Hilfe, Hilfe. Puh. Da ist wer low, ich komme. Da war wer low. Okay, wir könnten... Ich will gerade keinen wiederbeleben, weil es Verschwendung ist. Als ich das erste Mal Mercy gespielt habe, ne, ich habe gedacht, mich wird ein Pferd. Ich habe geultet. Aber irgendwie geht das ja nur so, wenn man die Seelen da sieht. Und ich habe noch nicht ganz verstanden, ob ich in der Nähe sein muss oder wie. Aber... Ja, mal abwarten. Wir heilen ihn mal einfach die ganze Zeit weiter. Da ist der Critical. Ja. Oh shit. Jetzt könnte ich wieder beleben. Eigentlich. Ich mach einfach mal. Weil ich brauche das Ulti ja eh wieder. So ist er nicht. Okay, machen wir mal. Den Headshot für die Bitch. Whatever. War kein Headshot. Aber einfach mal behaupten. Holy shit. Yo. Mach mal einen halben. So schnell kann ich nicht heilen. Warum wurde ich nicht von Dings gestunt? Ja, tut mir leid. Also so schnell kann ich nicht heilen. Hilfe. Hilfe. Da wollte ich nicht hin. Komm zu mir. Jawohl. Ja, ich gebe dir mal kurz den Dings-Buff. Aber ich muss ihn weiter heilen. Das ist das Problem gerade. Da, ich heile dich. So. Au. Okay, ich bin wieder weg. So, dem geben wir mal einen Buff. Da unten, den heilen wir wieder. Oh, das ist ein Ulti von uns, oder? Ne, das ist Ulti von denen. Aber das Eis ist doch blau. Das Eis war doch blau. Hilfe, Hilfe. Ich könnte die wiederbeleben, wenn die sterben. Stirbt aber keiner, sehr schön. Okay, I got this. Alter, ich hab das voll unter Kontrolle. Bin Gold in Heal und das als einziger Healer. Hype. 4000 Heal kommt mir ein bisschen... Hilfe, Hilfe, Hilfe. Bisschen wenig vor. Komm, schnell mal hier hoch. Schnell mal zu ihm. Da habe ich es abgebrochen. Never. Oh, das ist nicht unsere, ne? Nope. Okay, wir haben das Konter-Ulti. Wenn man nicht stirbt, da muss bitte der Roadhog dafür sorgen, dass ich nicht sterbe, der da unten neben dem Soldier steht. Und nichts machen konnte, weil er vom Dings gehuckt wurde. Ja, jetzt drücke ich zum Beispiel QQQQ und es passiert nichts. Also, ja, ich muss auf jeden Fall in der Nähe sein. Ja, ich komme gerade nicht, tut mir leid. So. Ah, das war gut. War natürlich so Absicht. Oh, die heile ich. So gut ich kann. Ist es normal, dass man hier so den Überblick verliert? Wenn man so rum... Und heilen. Denk dran. Ich muss hier hoch. Ich muss zu dir. Gimme that.
Ich bin tot. Da bin ich in die Gegner reingeflogen. Das war nicht sehr gut. Ich hatte irgendwie gedacht, da wäre ich kurz mal safe. Oh, war noch nicht mal von der Seite aus, aber trotzdem stand ich ja nicht gut. Weil da war der Zenyatta und noch irgendwer. Jo, gut, Leute. Ich kann gerade nicht heilen. Und nicht wiederbeleben. Das ist gerade ein bisschen ärgerlich. Jetzt würde ich gerne... Ja. Zack. Ich bleibe da einfach mal zurück. Dass wir... Oh, oh. Dass wir einfach mal alle hier zusammen reingehen können. Damit mein Ulti ja auch Sinn gibt. What the fuck. Also ein Teammate ist down, aber dafür will ich jetzt nicht ultien. Okay, wir haben noch 40 Sekunden, Leute. Jetzt muss es losgehen. So. Oh nein. Ja. Das ist sehr bescheiden. Also unsere Tanks gehen nicht vor. Unsere Mei blockt unseren Tank, der dann ultiet. Da komme ich auch nicht zum Ultien. Ich werde nicht für einen Ultien, der wie einen Retard reinspringt. Das ist gar nicht gut. Das ist gerade sehr, sehr schlecht, das Teamplay hier. Seitdem wir einmal die Kontrolle verloren haben. Ja, ich versuche dran zu kommen. Ich weiß nicht, ob das jetzt, wenn noch wer stirbt, ulti ich. Jetzt. So. Das war das Beste, was ich jetzt machen konnte. Hätte ich, glaube ich, noch länger gewartet, wäre es knapp geworden. Ja, ich heile dich. Ich heile dich. Und jetzt heile ich dich. Ich heile euch alle. Ich bin der... Hilfe! Please don't let me die. Ich will zur Pharah. Oh, Glück gehabt. So. Ah, da ist der Soldier tot. So schnell komme ich da jetzt nicht hin. Tut mir leid. Ich weiß natürlich nicht, ob ich vielleicht mit Mercy öfter ultien muss. Das kann natürlich sein, aber ich... Einfach mal... Hilfe. Ulti ich nicht so gerne so oft, wenn es nur für einen ist. Ich hab's ja relativ schnell wieder oben, so ist es ja nicht. So. Oh shit. Ja. Zack. Ja. Ey, helf mir mal. Fuck. Hier, ich halte dich ja. Halte dich ja. Jetzt habe ich zum Beispiel wieder Ulti. Auch wenn wir gerade nicht vorankommen. Aber da will ich jetzt zum Beispiel nicht für den einen Ulti. Ich glaube, jetzt habe ich für einen Ulti. Ich weiß nicht, ob das so besser war. Ich glaube nicht. Ich habe Angst. Ach du Scheiße. Ja. Was? Ah, stimmt. Wir müssen ja auf den Payload. Habe ich ganz vergessen. Aber egal, da wäre ich auch gestorben. Das war nicht so gut. So, jetzt verteidigen wir. Was wir auf jeden Fall nicht so gut gemacht haben, was die anderen dafür definitiv besser gemacht haben, waren die Ulti-Kombos. Ich hoffe, die kriegen wir jetzt im Verteidigen ein bisschen besser hin. RIP, du. Ja, so schnell kann ich da nichts machen. Tut mir leid. Holy shit, die droppen alle, wie die fliegen gerade. Aber wir haben auch keinen Reinhardt. Heilstrahl ist aktiviert. Okay. Dann töte ihn doch. Dann hook den doch und töte ihn. Ach du Scheiße, ich komme nicht hinterher im Heilen, ne? Hilfe! 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 Aber ich habe Ulti. Siehst du, so schnell geht das. Ich weiß nicht, ob die das nicht mitkriegen, dass die Pharah von da oben schießt. Ist ein bisschen bitter. Ich muss definitiv aufpassen, dass ich nicht sterbe. Da, ich kann da gerade nicht so viel machen. So. Ja. Ich gebe mein Bestes, Leute. Ich hab Linksklick voll durchgedrückt. Hilfe. Ich brauche dann ein bisschen Support gegen die Pharah. Ich meine, ich kann natürlich auch auf sie schießen. Das ist nicht das Problem. So. Ich weiß nur nicht, ob sich das lohnt. Wenn auf einmal der einzige Heiler aufwärts rein. Holy shit. Hilfe. Wir haben einen Toten. Das ist egal. Aber da wird mir jetzt zum Beispiel nicht angezeigt, dass sie tot ist. Oh shit. Hilfe. Ja. Das war ein sehr gutes Ulti von der Pharah und sehr schlechtes Positioning von mir. Da darf ich nicht so offen hingehen. Und unser Soldier hat leider nicht schnell genug reagiert, um meinen Fehler da wieder wegzumachen. Aber ich bin unterwegs, Leute. Wie viele leben denn? Zwei sind tot. Aber ich kann...
Okay, jetzt haben wir ein Portal. Einer ist down. Ja, komm, ich wollte ihn mal. Nee, geht nicht. Whatever. Ich weiß nicht, warum es jetzt gerade nicht ging. Ja. Also ich ulti das nächste Mal, wenn hier wer stirbt. Weil jetzt sind wir hier an der Stelle. Da brauchen wir es definitiv. So. Wie kann der denn zerstört werden? Ja, die Pharah, ohne Spaß, das ist wieder typisch. Die kann machen, was sie will. Machen, was sie will. Warum kann ich jetzt nicht ulten? Hier. Ich verstehe es nicht. Da sterben drei Leute und ich kann nicht ulten. Aber das ist halt, das Spiel werden wir, glaube ich, verlieren. Das ist, kann nicht sein, dass Pharah da so frei seit Rundenbeginn die ganze Zeit hinter uns. Und es kümmert sich keiner drum. Keiner. Ich kann natürlich auch einen Damage-Dealer umpicken, wenn die möchten. Und mich drum kümmern. Aber dann, ja, haben wir keinen Healer mehr. Ja, jetzt muss der weg. Da oben ist der Soldier. Falls sich da gleich wer drum kümmert. Nö, natürlich auch nicht. Ich kann da nichts machen. Ich weiß nicht, was soll ich bei so einem Spiel machen? Soll ich auf Damage Dealer umpicken? Soll ich als einziger Heiler umpicken? Oh, wir haben eine andere mittlerweile. Soll ich sie alleine heilen lassen? So wie ich in der ersten Runde alleine heilen musste und wir die verloren haben? Danke. Danke fürs Schild. Danke, dass du einfach nur als Tank dich umdrehst und wegläufst, währenddem du geheilt wirst. Was soll ich da machen? Sag mir das bitte. Ich bin nicht gut genug in dem Spiel. Ich weiß nicht, ich kenne mich in dem Spiel nicht aus. Ich bin da auf eure Hilfe angewiesen. Deswegen bin ich da um jeden Tipp dankbar. Oder soll ich vielleicht einen anderen Healer picken? Das kann ja auch sein, dass ihr sagt, okay, dass du Healer spielst, ist nicht verkehrt, aber du spielst den verkehrten Healer. Kann ja alles sein, ich weiß es nicht. Für mich ist das nur gerade super frustrierend. Ich gebe mein Bestes und versuche hier jeden oben zu halten. Aber ich schaff's nicht. Ja. Das Problem ist, ich habe jetzt kein Ulti, ne? Ich muss mal hier ein bisschen auf die Seite. So, wenn ich jetzt Ulti kriege, ist gut. Oh shit. Boom. Glück gehabt, dass da keiner gestorben ist. Hier müsste ich jetzt nicht theoretisch ultien können. Okay. Es muss auf definitiv irgendwas damit zu tun haben. Vielleicht, dass ich auch in der Nähe war. Hier ist schon wieder die Pharah steht neben mir. Sie steht neben mir. Es interessiert einfach niemanden. Was soll ich da als Heiler machen? Ich habe null Support. Null. Ich glaube, jetzt mit dem Schuss habe ich der Pharah mehr Schaden gemacht als mein ganzes Team zusammen bisher. So. Noch ein bisschen heilen. Jetzt wäre ein Ulti von mir gut. Das ist sehr schade, da ich da kein Ulti mehr habe. Komm, 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 wir haben das noch. Ach du Scheiße. Ja, ich muss ihn ein bisschen heilen. Kann ich nicht viel machen. Da werden wir zu zweit auf jeden Fall sterben. Holy, was für Skills. Und gegen die bin ich gestorben. Es wäre gut, wenn hier ein kleines Fenster wäre und ich da durchfliegen könnte. So muss man vielleicht mein Team immer noch alleine auf dem Weg zu denen. Da, die Pharah schießt wieder von da oben. Dafür haben wir doch einen Soldier. Oder nicht? Ich bin auch nicht der beste Soldier. Ich treffe auch keine Pharahs, das gebe ich zu. Aber ich versuche es wenigstens. Wenn ich jetzt es Ulti kriege, dann sieht es gut aus. Ich klicke auch mal jeden an, weil ich nicht genau weiß, wie meine Ulti funktioniert. Ich kann es mir auch gleich nochmal durchlesen. Aber ich bin der Meinung, da stand einfach nur Resurrect Allies. Sekunde. Ja, deswegen. Oh shit. Ja, das wird sehr. So. Ich muss es jetzt machen, weil ich auf jeden Fall danach sterbe. Am Ulti von der Diva. Konnte nicht lange warten. Aber ich kam da nicht mehr weg, weil der Dings an meinen Eiern geklebt hat. Ich hoffe, dass es reicht. Ja, ist echt so. Nie kann ich mein Ding durchziehen. Das war sehr gut, dass er danach rausgekommen ist, auch wenn es defensiv gemeint war. Aber so konnte ich
Ich will ihn heilen. Let's drop the beat. Lol, wir haben Lucio. Das ist sehr gut. Wer da auch immer auf Lucio gepickt hat und sein Ulti bekommen hat, das war sehr gut. So. Ich geh mal jetzt hoch zu ihm. Dann habe ich auch einen besseren Übersicht. Ich habe so Angst, da jetzt zu sterben. Aber das ist gerade sehr gut, was mein Team macht. Wir sind hier sehr gut zu. Das ist sehr, sehr gut. Das war saugut, was wir da gerade, also nicht wir, die gemacht haben. Sehr schön zugemacht. Die Ulti ist sehr gut geused. Haben wir jetzt gewonnen, weil wir es weitergeschoben hatten? Ja. Das ist... Also ich glaube, ich habe es langsam raus bei Overwatch. Ich habe ja lange Zeit, habe ich es nicht verstanden, aber ich glaube, wenn alle das bis zum Ende ziehen, dann gibt es natürlich eine, die Zeit, die man noch übrig hat. Damit kann man in die zweite Runde, wenn man natürlich in der Overtime da reingekommen ist, dann hat man das auf den Punkt abgegeben. Ja, da hab ich ins Knie gefickt. Aber das war gar nicht sein Kill. Das war der von der Diva. Ja. Ich finde, ich habe ganz okay gehalten. Aber ohne Spaß, ich will mal wirklich wissen, was soll ich da machen? Als Support. Ich kann ja nur... Ich bin nicht immer gut geflogen, das ist ganz klar. Nice. Kenne ich ja best. Ich bin nicht immer gut geflogen, da gebe ich zu. Aber teilweise, da, wie kann dann, wenn dann eine Pharah die ganze Zeit da hinten ist und von hinten alles reinschießt. Oder ein Soldier von der Seite, da muss... Was soll ich denn da machen? Hilfe. Oh, aber ja. Und die Draws gibt es, glaube ich, nur, wenn es in der Overtime halt bei den Overtime reingekommen sind. Oder wenn in der zweiten Runde, wenn die Ups die restliche Zeit beim... Also Draws gibt es sehr selten. Ich habe mich früher immer gewundert, dass wir haben da ja jetzt beide nur einen Punkt reingeholt, dass da dann einer gewonnen hat. Aber da zählt es dann wahrscheinlich für die Meter, ne? Und ich würde auch schätzen, dass die letzten Meter zählen. Das heißt, wenn das nochmal zurückgeschoben werden kann, das ja. Ja, es könnte ja, bevor die Zeit runterläuft, ordentlich weit vorne gewesen sein und nochmal zurückgeschoben werden. Ich schätze mal, es zählen nicht die maximalen Meter, die man geschafft hat, sondern die, die zum Schluss da stehen, ne? Aber ja. Das wären so meine zwei Fragen. Was soll ich als Support in so einem Moment machen? Als CD ist es ja meine Aufgabe, die Leute da wegzufletschen. Wenn ich das nicht schaffe, dann verliert mein Team wegen mir. Weil ich bin gerne ein Soldier, der es dann nicht schafft, die Pharah rauszunehmen. Aber ja. Und wie das genau mit den Draws ist. Oder ob ich das richtig gesagt habe für diejenigen, die das verstanden haben, was ich ausdrücken wollte. Ich bedanke mich fürs Zugucken. Vielen Dank schon beim Voraus für die netten Antworten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.